Aus Wabi Profi 3 heraus können Sie auch Briefe schreiben. Dazu gibt es wiederum verschiedene Varianten. Die Standardvariante ist, wenn Sie im Startmenü auf Briefe klicken, dort auf Brief verfassen klicken, können Sie nun hier oben in der Toolbox oder in der Toolleiste Empfänger auswählen, die Sie an dieser Stelle frei zusammen kombinieren könnten. Sie haben die Wahl zwischen Kunden, Lieferanten und Vertreter. Demnächst kommt auch noch Personal hinzu. Hier könnten Sie sagen, alle Kunden. Sie erhalten nun eine Liste mit allen Kunden, die Sie bereits eingetragen haben, die Sie nun per Einzelklick oder per Klick auf die gesamte Liste nach rechts übernehmen können. In dieser Zusammen- oder in dieser Empfängerliste können Sie natürlich auch jetzt noch Lieferanten mit einfügen, wenn Sie wollen und wenn es Sinn macht. Hierzu sage ich alle Lieferanten und beame sie rüber. Wenn Sie erneut auf diesen Button klicken, dass Sie sagen, ich will die linke Liste in die rechte Liste haben, überprüft Wabi Profi 3 automatisch, ob denn ob eine Empfängergleichheit schon besteht. Das heißt, ob ein Lieferant, ein Kunde, ein Vertreter von der linken Seite bereits in der rechten ist oder nicht ist sozusagen. Und wenn er nicht drin ist, dann fügt er ihn automatisch hinzu. Als Beispiel, ich schmeiße jetzt die Firma RM Collection hier an dieser Stelle einfach mal raus, indem ich einen Doppelklick mache. So, jetzt ist sie weg. Und wenn ich hier in der Lieferantenliste sage, okay, alle linken Lieferanten in die neue Empfängerliste, dann überprüft Wabi Profi 3, welche Lieferanten hier fehlen, erkennt dies und fügt jetzt in unserem Beispiel RM Collection hinzu. Auch können Sie in dieser Empfängerliste, die fast fertig ist, ja, könnten Sie zum Beispiel den Hosenlieferant auswählen und mit gedrückter Steuerungstaste die Susi Huber und den Schraubenlieferant. Wenn Sie nun auf den kleinen X klicken, dann werden die selektierten Adressen oder Empfänger aus der Liste herausgenommen. Ich klicke auf das X und es müsste dann die Susi Huber, der Hosenlieferant und der Schraubenlieferant weg sein. So, Susi Huber ist weg, Schraubenlieferant und Hosenlieferant ist weg. Wunderbar. So, und wenn wir erneut wieder hier draufklicken, dann werden die fehlenden Informationen des Lieferanten wieder hier rübergetragen und bei den Kunden haben wir genau das gleiche Prinzip. Die fehlenden werden wieder übertragen. Im Kundenstamm haben Sie die Möglichkeit, sogenannte Interessengebiete hinzuzufügen. Zum Beispiel, was gibt es denn? Restposten, Sonderangebote, Wanddekorationen, gelbe Hosen. Das können Sie alles frei definieren, Ihre Interessengebiete. Und wenn Sie Interessengebiete definiert haben, erhalten Sie hier unten Ihre Liste mit Kunden, die diesen Interessengebieten entsprechen, die Sie dann im gleichen Prinzip übernehmen könnten. Wir sind fertig mit der Erstellung unserer Liste. Übrigens, dieser Button mit den 2x entfernt natürlich alle Einträge in dieser rechten Liste. Wir sagen übernehmen und nun haben wir unsere Informationen hier. An dieser Stelle haben Sie immer noch die Möglichkeit, einen markierten Empfänger zu entfernen. Okay, nun können Sie Ihre Texte schreiben, wie auch immer. Oder Sie können sich hier oben über Brieftexte sogenannte Textbausteine importieren. Textbausteine können Sie selbstverständlich frei nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zusammenbauen. Ich persönlich präferiere die Deklaration mit Nummern. Warum? Weil es wird dann dementsprechend auch so angezeigt. Das heißt, es wird wieder alphabetisch nach dem deutschen Sortiersystem angezeigt und die Zahl 1 kommt einfach vor der 2 und die 2 kommt vor der 3. So können Sie sich Texte in bestimmten Reihenfolgen selber zusammenbasteln. Okay, ich sage, ich will die Zahlungsbemerkung und den Versand nach Zahlungseingang, ich will beide importieren. Das geht wunderbar mit gedrückter Steuerungstaste. Klicke ich meine Items, also Einträge in der Liste an und sage nun übernehmen. Wenn bereits ein Text in der Nachricht ist, will Wabi Profi 3 wissen, ja macht es, also es gibt jetzt beide Möglichkeiten. Er sagt Text anfügen oder den vorhandenen Text ersetzen. Ich sage mal anfügen. So, und nun haben wir den Text angefügt und wir könnten an dieser Stelle dementsprechend den Text rausnehmen, den wir nicht brauchen und es dementsprechend formatieren, wie wir wollen. So, jetzt ist es schon eigentlich ganz cool. Als Betreff ist immer wichtig, weil dann kann der Empfänger es leichter zuordnen. Hier haben wir noch nichts drin. Sie können sich aber wie in gewohnter Art und Weise hier Standards definieren, dass Sie irgendwas reinschreiben. Test 5 ist doch wurscht, ne? So,
Ich empfehle Ihnen, den ersten Eintrag immer leer zu lassen, denn somit haben Sie die Möglichkeit, auch mal nichts auszuwählen. Ich sichere mir das Ganze und habe nun in meiner Schnellauswahlleiste Schnellbetreffs. Sie können selbstverständlich hier irgendwas reinschreiben von der Hand. Ja, das geht natürlich auch. So, jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit. Das heißt, wir haben einen Betreff, wir haben einen Text, wir haben eine Empfängerliste. Und je nach Art, ob Sie es drucken, faxen oder mailen wollen, stehen Ihnen natürlich Dateianhänge zur Verfügung, die Sie deklarieren könnten, wenn Sie es denn per Mail schicken. Und wenn Sie sagen, per Drucker, machen wir mal die einfache Variante, dann sagen Sie, was ist denn das Präfix, also das heißt Kenntnisnahme, Erledigung oder was weiß ich was. Wir sagen mal die drei, okay, und schauen uns das Ganze einfach mal in der Vorschau an. Hier können wir sagen, wir wollen die Standardanrede mitdrucken und einen Standardgruß. Schauen wir uns das an, wie das aussieht. Das sieht also jetzt dann so aus. So, ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen größer gemacht. Ich hoffe, dass Sie das gut sehen. Sehr geehrter Herr Max Mustermann, also das heißt, das ist der erste Eintrag. Er zeigt wirklich nur den ersten Eintrag an, weil es macht ja keinen Sinn, wenn Sie 10.000 Empfänger haben, dass er hier 10.000 Vorschauen anzeigt. Dann sagt er hier, Betreff sowieso und bla bla bla. Ja, wunderbar. So, Sie können natürlich das herausnehmen, Standardanrede. Dann sieht es so aus, dass hier die Anrede von sehr geehrter Herr Max Mustermann wegfällt. Dann könnten Sie schreiben, liebster Herr Mustermann zum Beispiel. Macht aber dann nur Sinn, wenn die Absender namentlich sich nicht unterscheiden. Das heißt, haben Sie verschiedene oder mehrere Absender oder Empfänger drin, so muss man sagen, macht natürlich das hier null Sinn, weil dann würde auch beim Musterlieferant 500 drinstehen, lieber Herr Mustermann. Also, ist doof. Also ich persönlich sage, lieber die Informationen im Kunden- oder im Lieferantenstamm eintragen, dann haben Sie auch die sauberen und richtigen Anreden drin. Standardgruß ist einfach hier unten mit freundlichen Grüßen und so. Ja, mit freundlichen Grüßen, Max Mustermann. Das ist der eingetragene Absender in den Systemeinstellungen unter meine Adresse. Okay, nun können wir das Ganze drucken. Ja, das haben wir gerade gesehen. Oder wir könnten es faxen. Faxen. Sie können bei jedem Kunden oder bei jedem Absender eine Faxnummer hinterlegen. Und jeder, der eine Faxnummer hinterlegt hat, wird automatisch an Fritzfax weitergeleitet, wenn wir die Option Faxen aktivieren, und wird dann automatisch über Fritzfax rausgeschickt. Diejenigen von den Empfängern, die kein Fax im System hinterlegt haben, ja, die können auch nicht erreicht werden. Deswegen, Sie haben bestimmt schon mehrmals gehört, wie ich gesagt habe, ich bitte Sie, dass Sie die Daten vollständig eintragen und gleich zu Anfang. Denn dann haben Sie, wenn Sie genau diese Aktion hier ausführen wollen, einen Serienfax, dann haben Sie das Problem nicht, dass gewisse Empfänger nicht erreicht werden können. Verwenden Sie die Option Mail, können Sie natürlich hier Dateianhänge definieren oder deklarieren. Sie können nun verschiedene Dateien, wir nehmen jetzt irgendwas, ist doch egal was, na komm. Sie können hier verschiedene Dateianhänge zusammenstellen und können das Ganze nun per Mail rausschicken. Auch an dieser Stelle gilt natürlich das gleiche Prinzip wie für Fax. Mailen, also er kann nur an die Leute automatisch mailen, die natürlich oder bei denen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt haben. Im Klartext, ein Kunde ohne hinterlegte E-Mail-Adresse wird nie die von Ihnen diese Mail, die Sie jetzt gerade rausschicken wollen, erhalten. Klar, weil er ja keine E-Mail-Adresse hat. Sie können sich die Empfänger vor dem Versenden per Mail anzeigen lassen. Das macht dann Sinn, wenn ich zum Beispiel 5 oder 10 maximal habe. Aber wenn Sie hier Hunderte, Tausende im schlimmsten Fall sogar drin haben und Sie vor dem Versenden per Mail anzeigen aktiviert haben, dann haben Sie 1000 Fenster offen. Na, wo er Ihnen die Mail einfach in der Vorschau für jeden Empfänger anzeigt. Deswegen bei größeren Empfängerzahlen hier automatischer Mailversand und dann zack rausschicken. Hinterlegte Dateianhänge, wenn Sie eine E-Mail versenden, können Sie natürlich auch, wenn Sie es falsch zugeordnet einfach haben, rausschmeißen, indem Sie Doppelklick machen oder hier auf das X oder auf das Doppelklicken
Doppel-X klicken, indem die ganzen Dateianhänge entfernt werden. Ja, das war's schon mit den Briefen. Also das Briefe ist ein sehr feines Modul, mit dem Sie sehr schnell viele erreichen können. Aber dieses Erreichen, Schließen, er sagt jetzt hier, ja, sind doch Empfänger drin, soll ich trotzdem? Ja, wir schmeißen es jetzt raus. Aber dieses Erreichen, wie gesagt, funktioniert natürlich nur, wenn Sie E-Mail-Adressen zum Beispiel hinterlegt haben oder wenn Sie Fax hinterlegt haben. Wenn Sie irgendwas ausdrucken wollen, macht es natürlich Sinn, wenn die Informationen vollständig sind. Denn auch hier gilt das gleiche Prinzip, wenn Sie etwas drucken und es dem Kunden senden wollen, ohne hinterlegte Straße oder Ort, weiß nicht, welchen Sinn das macht. Deswegen Daten immer im Vorfeld komplett vollständig eingeben, dann können Sie hinterher tolle Dinge damit machen und so easy. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald.